Seid. Ich freue mich sehr, hier zu sein im Stralsund. Gerade so heute wird unser Motor im Westen hinter jedem, der hier steht, stehen noch viel mehr, die sich nicht raustrauen. Ich bedanke mich auch beim Kollegen für gleich auf die Einladung. Das ist gut, dass wir wieder hier sind und Zeichen setzen auf der Straße. Ich bedanke mich auch bei der Polizei, die hier die Veranstaltung absichert. Die Polizeibeamten sind ja nicht hier, um die Bürger vor uns zu schützen, sondern sind hier, um uns zu schützen vor diesen rot lackierten Linksfaschisten da drüben, die zusammen mit ihrer aufgehetzten Kinder-SA alles Mögliche anstellen würden, was da passieren könnte. Haben wir ja in Hamburg gesehen, beim G10-Gipfel, als da eine Stadt in Schutt und Asche lag. Da kommt ja auch nichts an Argumenten, da kommt immer nur Gebrülle, dieselben Parolen. Wir haben gute Argumente und die lassen wir uns auch nicht nehmen. Sozial ohne Wohnen zu werden ist das Thema, und das ist ein Thema, das die AfD inzwischen besetzt hat, nachdem sowohl dieser Arbeiterverräterverein der Asozialdemokraten als auch diese Minderheitsfetischisten der Linken nichts mehr bieten für die Menschen, für die, die arbeiten, für die, die Steuern zahlen und für die, die diesen ganzen Zirkus auch im Fall derer da drüben erarbeiten und erwirtschaften müssen, und denen, die da drüben so sinnentleert demonstrieren, kann ich nur zurufen: Erstens, sucht euch Arbeit. Zweitens, eure Eltern wählen AfD. Und drittens, eure Kinder wählen so wie wir. Dann müsst ihr auch nicht auf irgendwelche Kochtöpfe zu hauen, bis der Arzt kommt. Was ist das Thema? Es geht darum, es hat sich während der Corona-Krise ja noch deutlich verschärft. Die nächste größte Corona-Krise kommt ja erst noch. Das ist aber keine Virus-Krise, sondern das ist die wirtschaftlichen Auswirkungen für all die kleinen Handwerker, für all die kleinen Mittelständler, für die Menschen, die arbeiten gehen, für die Verkäufer, Verkäuferinnen, für die Krankenpfleger, die sich von dem dauernden Dankeschön der Politiker nämlich auch nichts kaufen können, wenn in derselben Zeit die Wohnungspreise steigen, in derselben Zeit die Ungerechtigkeit immer größer wird. Und das ist ein Unding, dass Unternehmen wie Lufthansa mit 2,3 Milliarden gefördert wird und mehr Geld bekommt als der gesamte Mittelstand zusammen. Das ist ein Zustand, den wollen wir verändern. Es geht darum, dass sich Arbeit auch wieder lohnen muss, und es geht darum, die Interessen derer zu vertreten, die sich für die sogenannten kleinen Leute, und das ist gar nicht negativ gemeint, einsetzen. Und das ist heute nur noch die AfD. Das sind weder die fettgefressenen Bonzen, die Berufsfunktionäre dieser Gewerkschaften, das sind auch nicht diese ganzen SPDler und Linken, die links im Politikbetrieb angekommen sind. Das holt sich immer einen Blick auf die Lebenshilfe. Ganz hervorragend stechen da die Grünen raus. Da findet man also Sammelsurium. Also bestenfalls sind das noch Sozialtherapeuten oder Theaterwissenschaftler. Aber vernünftige Berufe sind da kaum vorhanden. Solche Demonstrationen da drüben sind ja auch nur möglich, weil das natürlich mehr subventioniert wird. Das muss man ganz klar sagen. Unser Anspruch ist, eine Sozialpolitik zu machen, die sich gegen die Umverteilung von unten nach oben richtet. Wenn wir einen Blick auf die Zahlen werfen, stellen wir fest, das sind OECD-Zahlen, das sind keine Zahlen, die sich die AfD gewürfelt hat, dass wir eine systematische Umverteilung von unten nach oben erleben. Immer mehr Menschen werden immer ärmer, für immer weniger Menschen, die immer reicher werden. Und da, wo das Geld möglich ist, kommt es nicht mehr ab. Wird gleich als vorhin schon erwähnt, AfD-Vertreter, die Jahresgehälter haben von 250.000 Euro, das ist die Million. Da muss der kleine Oma lange verstricken, bis sie da hinkommt. Wahrscheinlich wird sie es nicht schaffen. Im selben Zuge wird das Geld rausgeworfen an anderer Stelle für sogenannte Flüchtlinge. Wir erleben ja die Flüchtlingskrise, wenn man Blick nach Lampedusa werft, ist ja lange nicht zu Ende. Wir erleben einen unkontrollierten Massenzustrom in unsere Sozialsysteme. Und das ist ein Unding. Wir wissen gleichzeitig, und das ist ja auch, wofür die AfD steht, die AfD steht ja für das Recht auf Asyl für wirklich politisch Verfolgte. Aber das sind eben 2 bis 3%. Und wenn dann da drüben gestrafelt wird von Willkommenskultur, dann kann ich nur sagen, dass wir viel mehr brauchen als diese enthemmte, planlose Willkommenskultur, ist eine Abschiebekultur. Es geht nicht um Integration. Es geht um eine kontrollierte Remigration. Es
geht auch um die nach Hause zu schicken, die hier kein Bleiberecht haben und für die, die hier bleiben dürfen, geht es darum, sich an unsere Regeln zu halten, unser Land, unsere Regeln. Und wir haben die Nase voll, dass wir schrittweise zu Fremden im eigenen Land werden. Und ganz ehrlich, wenn es immer heißt, es ist genug da, es geht uns doch noch gut. Hört man ja ganz oft, es geht uns doch noch gut. Solange ein deutscher Rentner, der 40 Jahre lang gearbeitet hat und eingezahlt hat in unsere Sozialsysteme, im Müll wühlen muss, um ein Auskommen zu haben, habe ich kein Verständnis dafür, dass Geld verschleudert wird an den Rest der Welt und an diejenigen, die angeblich irgendwoher flüchten müssen, dann aber durch die Sozialalimentierung Urlaub machen in denselben Ländern und später ihre Familien nachholen, ist eine Logik, die ich sowieso nicht verstanden habe. Wenn es meiner Familie schlecht geht, dann bringe ich erst meine Familie in Sicherheit und gehe am Schluss selber. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir kennen es ja. Ja, wieder uns, was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass Sie bei Ihrer anstrengenden Reise, Sie müssen ja nicht weit reisen, wenn Sie fahren die ersten paar Meter aus Wasser, da ist da auch schon eine NGO da, von der Kirche, von sonst wem, gut, was sich das Steuergelder mitfinanziert, die Sie dann einsammelt und natürlich nicht zurückbringt, sondern nach Italien fährt. Die verlieren natürlich auf der sogenannten Flucht immer ihren Pass, aber nie ihr Handy, das habe ich auch nicht verstanden. Und rennen hier mit Handymodellen rum, die ich nicht kenne, und belagern die Bahnhöfe. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Sozialsysteme, weil es falsch ist, zu sagen, dass kein Geld da ist und wie inländerfeindlich die Regierung. Jetzt ist in der Brust schon die Puste ausgegangen. Ne? Das kommt gar nichts mehr. Das wird auch mal schlechter. Und natürlich fehlt das Geld in unseren Sozialsystemen. Warum ist es 30 Jahre? 30 Jahre nach der Wende nichts gelungen, die Rentenangleichung Ost-West zu vollziehen. Das ist ein absolutes Unding. Was in derselben Zeit funktioniert hat, waren Euro-Rettungsschirme. Damit wurde ja nicht der Euro gerettet oder irgendwelche Menschen, damit wurden ja Banken gerettet. Das ist ja auch ein Unsinn, wenn man erzählt wird, ja, unser Geld ist nach Griechenland gegangen. Ich hätte gar kein Problem damit, wenn Teil des Geldes wirklich bei notleidenden Rentnern und arbeitslosen Jugendlichen angekommen wäre. Aber es haben sich irgendwelche Banker fett gefressen, die sich verzockt haben, bei den Menschen ist wieder gar nichts angekommen. Deshalb wollen wir auch diese EU nicht in dieser Form. Es hat uns als Menschen nichts gebracht. Wir wollen Europa freier Vaterländer, sozial und patriotisch. Deshalb stehen wir als AfD für den sozialpatriotischen Kurs. Wir sind stolz auf dieses Land und wollen dieses Land auch als Heimat bewahren. Weil dieses Land verändert sich in einer rasenden Geschwindigkeit, dass wir es nicht wiedererkennen. Das früher ein Problem der großen Städte war. Ist inzwischen überall angekommen, auch auf dem Land. Früher hatten sich viele, haben sich viele noch leicht gemacht. Und gesagt, naja, da in Berlin, einmal Köln, ja, das ist ganz schlimm da. Inzwischen kennen wir das aus vielen kleinen Orten. Wir gehen gegen diese Ungerechtigkeit an. Wir sind auch die Stimme derer, das werden wir sehen bei den Wahlen, wo sich das niederschlägt. Und das ist völlig unmaßgeblich, wie viele auf Demonstrationen sind. Wir wissen, das habe ich am Anfang schon gesagt. Hinter jedem, der hier steht, stehen noch viel mehr, die sich nicht hertrauen, die Angst haben um Repression am Arbeitsplatz. Wir leben in einer Republik der real existierenden Meinungsunfreiheit. Das ist auch, was die da drüben nicht verstehen. Für die besteht Meinungsvielfalt darin, dass viele einer Meinung sind. Das ist nicht unsere Idee von Meinungsvielfalt. Und es ist ein Unding geworden, dass man viele Dinge nicht mehr aussprechen darf. Das beginnt ja schon in der Schule. Wir haben ja keine Bildungspolitik mehr in diesem Land. Wir haben so eine staatlich institutionalisierte Verblödung, die da stattfindet. Und das muss man auch ganz klar sagen, um junge Menschen zu befähigen, später einen verantwortlichen Beruf zu erlernen, dann glaube ich nicht, dass man dafür 5 afrikanische Trommelkurse und 2 Moscheenbesuche braucht, sondern geht es darum, wieder mal ein Stück Holz in die Hand zu nehmen. Früher hieß das, im Osten ist das polytechnische Unterricht, im Westen ist das Werkunterricht, um Menschen dahin zu bringen, eine Arbeit nachzugehen, die wertschätzend ist, die wirklich was schafft. Deshalb sind wir auch gegen diesen Akademisierungswahn, der stattfindet aktuell, weil wir glauben, dass das diesem Land nicht gut tut. Wer diesem Land garantiert nicht gut tut, ist diese Regierung.
Merkel muss weg, hat sich ja fast schon erledigt. Aber wenn da ein Laschet käme, von Annalena rede ich gar nicht. Ja, das ist ja auch so ein Thema. Es gibt ja Leute, die allen Ernstes CDU wählen, um die Grünen zu verhindern. Wer CDU wählt, um die Grünen zu verhindern, das ist, als ob man sich in die Hose macht oder das Hemd wechselt. Aber das funktioniert natürlich nicht. Und deshalb muss man auch den Wählern ganz klar sagen, CDU, wer CDU wählt, bekommt am Schluss Grün. Und Dr. Alexander Gauland hat es völlig richtig gesagt. Wenn wir jetzt eine zeitlich begrenzte Corona-Diktatur haben, steuern wir in eine zeitlich unbegrenzte Klimadiktatur. Und das haben wir schon gehört, die magische Annalena hat es ja schon gesagt, sie will also keine Kurzstreckenflüge mehr, sie will CO2-Steuern auf Fernflüge, sie will alles Elektroautos in der Infrastruktur, die wir gar nicht haben. Und das ist auch ein sozialer Aspekt, weil die Masse der Menschen sich das gar nicht leisten kann. Und ins Bett zu greifen, zu gucken, wo die ganzen Geldbündel sind und sagen, kaufe ich mal ein neues Elektroauto und dann durch Mecklenburg oder Vorpommern zu irren und die nächste Steckdose zu suchen. Unser Land wird preisgegeben für ideologischen Fanatismus, für Verblendung und es entsteht ein Klima der politischen Polarisierung und der Intoleranz, die wir ja auch merken im Umgang auf der sogenannten politischen Gegner. Es muss wieder Diskurs herrschen und deshalb ist es gut, dass die AfD in den Parlamenten ist. Ich freue mich seinerzeit, dass die AfD in den Bundestag eingezogen ist. Da war die Komfortzone der anderen vorbei. Da war es vorbei mit der Wohlfühlzone dieses Einheitsparteienblocks. Da musste plötzlich wieder diskutiert werden. Und es musste argumentiert werden. Das fällt ihnen schwer. Ich kenne es ja aus dem Brandenburgischen Landtag. Wenn ich da morgens reinkomme und die Linken sehen mich, und dann sehe ich die Darmverschlussgesichter der Linken, dann weiß ich, ich habe schon 2% meines politischen Kampfauftrages erfüllt. Wichtig ist auch, dass wir denen klar machen, auch bei solchen Veranstaltungen wie hier, es gibt für diese roten Vaterlandsverräter kein ruhiges Hinterland. Wir sind hier und wir sind viel mehr als die denken. Und für all die, die sich da in ihrem Hüpf-und-Hoppel-Protest irgendwann dann doch mal der vernünftigen Arbeit zuwenden, die werden dann schnell feststellen, was die realen Probleme sind, was es bedeutet, wenn man Kinder großzieht in diesem Land, was es bedeutet, wenn man einer Arbeit nachgeht und von dem Auskommen, das man hat, kaum noch leben kann, weil diese Regierung Gelder verschwendet, unter anderem für sinnlose Auslandseinsätze wie in Afghanistan. Deshalb also fordern wir als AfD ganz klar Schluss mit der Beteiligung der Bundeswehr an Auslandseinsätzen, wo es nicht um deutsche Interessen geht. Und Deutschlands Interesse wird eben nicht am Hindukusch verteidigt. Wir wollen, dass die Bundeswehr wieder auf die Aufgaben zurückgeführt wird, die sie eigentlich haben sollte. Wir sind auch für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wenn ich mich da drüben so umgucke, täte das einigen wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn sie mal in der Lage wären, ihr Bettchen und das Frühstück selber zu machen. Aber das ist ein anderes Thema. Diesen sozialpolitischen Anspruch zu verwirklichen, dafür gibt es nur noch die AfD. Es gibt keine andere Partei mehr. Und ja, auch bei der AfD ist nicht alles Gold, was glänzt, aber die AfD bleibt die am wenigsten schlechteste Partei, die wir haben. Deshalb müssen wir sie auch unterstützen. Und das ist ein Gemeinschaftswerk. Es ist falsch, ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das als Politiker sage. Es ist falsch, sich auf die Politiker zu verlassen. Das, was wir hier machen, ist ein Gemeinschaftswerk. Jeder kann was tun. Es fängt damit an, dass wir wieder unsere Meinung sagen. Das ist schon das Außergewöhnliche heutzutage. Wir haben ja inzwischen ein Klima, wo sich jeder wieder genau überlegt, wie man was sagt. Was sage ich am Arbeitsplatz? Was sage ich am Verein? Was sage ich am Küchentisch? Damit die Kinder in der Kita nichts Falsches sagen. Dieses Klima wollen wir verändern und deshalb ist die AfD auch die einzige Grundgesetzpartei, die es noch gibt. Das war jetzt quasi Überleitung zum Thema Verfassungsschutz. Wenn gar nichts mehr geht, die Älteren kennen das von vor 89, wenn gar nichts mehr geht, schickt die Regierung den Geheimdienst los. Das erleben wir jetzt auch wieder, spätestens an der Absetzung von Maaßen, mit der Einsetzung dieses
Polit-Venelas Hallenwang, der diesen Aufsatz zusammengestöpselt hat, der sich als Gutachten tarnt, ist der Verfassungsschutz ein reines Machterhaltungsinstrument der Etablierten. Hier geht es nicht mehr darum, die Verfassung zu schützen. Wenn der Verfassungsschutz wirklich die Verfassung schützen wollte, dann müsste er diese Regierung beobachten. Denn all diese Einschränkungen, die wir erleben, die Einschränkung unserer Grundfreiheit, die Einschränkung unserer Grundrechte auf der Grundlage irgendwelcher gewürfelten Inzidenzwerte, die sind verfassungsfeindlich. Und genauso verfassungsfeindlich ist es, wenn es dann von den Herrschenden, großmäulig gesagt wird, wir gewähren Rechte zurück. Grundrechte sind nicht verhandelbar. Und wer Grundrechte einschränkt oder abschaffen will, das ist der Verfassungsfeind. Das ist die Realität in diesem Land und deshalb ist die AfD im Grunde der einzig funktionierende Verfassungsschutz, den wir noch haben. Grundrechte sind genauso wenig verhandelbar wie Heimat, weil Heimat ist auch nicht verhandelbar. Und wenn irgendwelche Grünen ankommen und sagen, ja, man müsse mit denen, die zu uns kommen, gemeint sind dann immer die sogenannten Flüchtlinge, das Zusammenleben täglich neu aushandeln. Ich muss überhaupt nichts aushandeln in meinem Land. Das ist unser Land, das sind unsere Regeln. Und wer sich an diese Regeln nicht hält, der hat dieses Land zu verlassen. Das ist die Realität. Viele Dinge sind viel einfacher, als sie in der Politik verkompliziert werden. Deshalb ist es gut, dass die AfD frischen Wind auch in die Parlamente bringt. Deshalb bitte ich euch, unterstützt die AfD, nutzt jede Gelegenheit, sagt eure Meinung, sprecht mit Nachbarn, Lebenspartnern, Scheidungspartnern, ganz egal. Sprecht auch mit denen, sprecht besonders mit denen, die sich hören wollen. Um klar zu machen, wir sind hier, wir sind in der Lage, unsere Meinung im Gegensatz zu diesen Schreihälsen da drüben auch mit Argumenten zu unterlegen. Und wer gute Argumente hat, der braucht gar keine Diskussion zu fürchten. Deshalb bin ich auch gelassen, was die politische Zukunft dieses Landes angeht. Auch die Letzten werden es auch irgendwann merken, auch im Westen. Der Osten ist wieder mal der Vorreiter und der Eisbrecher. Das lassen wir uns auch nicht nehmen. In diesem Sinne freue ich mich drauf, wenn wir zusammen dieses Land verändern. Dieses Land hat es schwer nötig, verändert zu werden, wenn es Heimat bleiben soll. Weil eines möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass meine Kinder mich irgendwann mal fragen, was hast du damals getan? Was hast du damals getan, als die Raute des Grauens Angela Merkel dieses Land gegen die Wand gefahren hat? Da möchte ich nicht sagen müssen. Ich war damit beschäftigt, mein Reihenhaus abzubezahlen. Mein Reihenhaus ist im Kalifat gar nichts mehr wert. Da möchte ich sagen können, ich habe mich mit allem, was ich bin und habe, eingesetzt, dass dieses Land Heimat bleibt, weil Deutschland ist ein schönes Land. Deutschland hat es verdient, als Heimat bewahrt zu werden. Und gemeinsam holen wir uns unser Land zurück und darauf freue ich mich. Vielen Dank.